Der Hauptmann, der Herr von Frauenberg, er sagt. Jeder, seid mir gegrüßet an diesem Tage. Zum Turnier in der Wappenrolle, geprüft vom Hohen Turniergericht, grüße ich euch. Ich habe die Ehre, euch die Edlen beim Namen zu nennen. Begrüßen wir als Ersten auf diesem Plane seine Burg jenseits der Hiller. Es ist der mächtige Herr Hartmann von Brandenburg. Die Wolfsangel in seinem Wappen ist überall bekannt und gefürchtet. Es ist kein geringer als der Herr Heinrich vom Stein. Es folgt auch der Herr Erich von Otterswang. Meine Damen, ich muss euch warnen, denn der Herr Bernhard de Löw versteht sich auch in der Minne gar trefflich, nicht nur auf dem Plane. Bernhard de Löw! Geprüft. Es gibt einen Akt zu teilen. Danach muss der Recke die Stil für sich zurechtlegen mit dem Schwert. Das Schwert im Strohballen versenken. Er symbolisiert den Körper des Feindes. Mit der Lanze danach das Ziel aufnehmen. Ja, doch Kraft hinter diesem. Ja, der Löw, ich fordere Erklärung. Der Löw. Thank you.
der sie kommen. Keiner weiß es übrig, aber wir wissen trotzdem. Okay. Auf geht's. Auf hin. Hin. Ja! Gut, ja. Wieder. Wunderbar. Bravo, ne? Man merkt, Gewicht ist nicht immer von vorteilhaft. Es ist auch gut, wenn man wendig und klein ist. Schnaufen, schnaufen. Gerne hoch. Ja, doch. Geschickter! Aufnahme! Nun noch den Meisterring, Brandenburg! Knappe, eine Lanze für ihn! Den brennenden Meisterring gilt es nun noch zu heischen. Ah, nur knapp gefehlt! Das Zeichen der Fanfare. Thank you.
Wir haben es auch cooler im letzten Jahr schon.